Da sind wir wieder bei Pokémon Blau. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber ich kann nur nach oben drücken, wenn ich an den Knopf los. Das geht gleich nach unten. Das habe ich glaube vergessen zu erwähnen. Also um hochzugehen, muss man echt kämpfen. Man kann aber auch den B-Knopf drücken und da bleibt er stehen. Also die Steuerung sieht einfacher aus, als es tatsächlich ist, wenn man hier mal rumkutschiert. Ich war im letzten Part im Pokémon Center, habe meine Pokémon Box gewechselt. Und hab mir jetzt das ist verdammte Dodo gefangen. Jetzt besitze ich 36 Pokémon, dann fehlen nur noch 14. Hier bekomme ich noch sicher ins Team vor den Top 4. Raupi und Hornio kann ich noch zweimal entwickeln, dann habe ich weitere 4. Das heißt, ja, ich muss jetzt nicht mehr so viel fangen. Und ihr seht schon, ich habe jetzt Yogi ein bisschen vorne, damit er mal ein bisschen was machen kann. Und natürlich kommt gleich einer mit dem Smogmog, was überhaupt keine Überraschung ist, und ein Smogger. Und ich hole ihn raus. Was für ein absoluter Fail. Oh Mann, aber wenigstens konnte er mir ein bisschen helfen, die Pokémon, also das Dodo einzufangen. Das war ziemlich nützlich. Ja, apropos Pokémon Box, weil ich es gerade erwähnt habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele von euch das Spiel Pokémon Box Rubin und Saphir besitzen. Weil ich weiß, es war damals eine Limited Edition, die im Nintendo-Katalog an diejenigen, die Sterne haben, verteilt wurden. Wir haben uns damals geholt, beziehungsweise meine Tante hat sie mich geholt. Mit den ganzen Sternen, die wir gesammelt haben, war episch. Weil da konnte man auf diesem Gamecube-Spiel ein riesiges Volumen an Pokémon lagern. Und dann wieder ein anderes Spiel rübertauschen, zwar wenn man den nationalen Dex besitzte. Liebes Rennen bergab zu fahren. Ja, ist nicht schlecht. Okay, jetzt welche Richtung gehe ich zuerst? Ich gehe erstmal die einsame Seitengasse hier. Ich glaube, in Feuerrot war ich ja auch, oder? Kommt mir zumindest bekannt vor. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Hilfe, da habe ich ja Angst. Nein! Schwamm. Ja, auf jeden Fall, und da gab es doch immer als ein Ei als Geschenk, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was drin war. Ich glaube, es war ein Isso drin. Ich weiß echt nicht mehr genau, was drin war. Auf alle Fälle hat man da immer ein Ei gekriegt, wenn man mit einer neuen Edition sich angemeldet hat. War ganz cool, aber ja, ich wollte einfach mal allgemein umfallen, wenn ich dieses Spiel besitzt, weil das eine Limited Edition im Nintendo-Katalog war. Gibt es dieses Spiel natürlich auch sehr, sehr selten und da bin ich schon stolz, dass ich es besitze. Im Vergleich dazu besitze ich Pokémon Ranch zum Beispiel nicht. Ich habe es mir damals nicht gekauft, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, die vierte Generation habe ich lange ignoriert. Erstmal hat es lange gedauert, bis ich das Spiel gekriegt habe, was ja eben an der vierten Generation lag, dass die auf dem DS waren. Ich damals keinen DS hatte, dann kam der DS Lite raus, der normale DS wurde ein bisschen billiger und so konnten wir uns das dann auch leisten. Problem dann wiederum war, dass ich irgendwie einfach keinen Bock hatte, weil ja, es für mich... Ich hatte mit der Generation 3 einfach noch nicht abgeschlossen und deswegen die Generation 4 kam zu früh für mich, genauso wie Game Boy, also beziehungsweise Nintendo DS und Wii. Das war für mich so kurz nach dem Game Boy Advance und dem GameCube, weil das konnten wir uns halt erst sehr spät leisten und direkt danach kam wieder was Neues. Das kam einfach alles zu viel für mich. Deswegen habe ich erstmal weder Wii noch Nintendo DS gespielt. Und jetzt, als ich meine Freundin am Pokémon Day dann getroffen habe und die in Diamant und Perl ziemlich weit ist, also in ihrer Perl, habe ich gesagt, ja, und ich hatte auch die Perl, habe ich gesagt, ja, machen wir mal. Neues Spiel gestartet, da fand ich es cool. Dann kam Platin raus, da habe ich es gesuchtet ohne Ende, weil ich Platin so fucking episch fand. Und ja, seitdem bin ich auf alle Fälle Fan der vierten Generation, großer Fan. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, wenn ich jetzt Platin habe und Pokémon Ranch damit kompatibel ist, ist es sinnlos, mir das jetzt zu holen. Deswegen warte ich, bis eine Erweiterung für Pokémon Ranch mit Platin rauskommt, die es in Japan gab, bei uns allerdings nicht. Da habe ich mir gesagt, ja, okay. Dann wird man wahrscheinlich auf Heart Gold, Soul Silver warten, um ein Mega-Update zu machen. Kam auch nie raus. Das hat mich echt angekotzt. Oh ja, speziell Scheine, um Pokémon zu entwickeln. Das habt ihr ja bei meinem Sat 10 ja gesehen, bei meinem Yogi. Aber das hat mich schon derbe angekotzt, dass da nichts Neues rauskommt, dass man jedes einzelne Pokémon einzeln rübertauschen muss. Das hat schon genervt. Früher konnte man in Pokémon Stadium 1 und 2 die einfach hin und her tauschen. Also der ersten, zweiten Generation, massenweise Pokémon.
Es war natürlich immer die Voraussetzung, dass man schon die Top 4 besiegt hätte, sonst hätte man ja cheaten können. Beziehungsweise das kann man auch so, aber gut. Wie auch immer, dann hat man die Pokémon-Boxen Generation 3 schon Unlimited und dann natürlich Generation 4 Pokémon Ranch. War natürlich eine gute Idee, aber warum da niemals ein Update rauskam, ich werde es nicht verstehen und ich finde es auch sehr, sehr nervig. Weil Feuerrot, Blattgrün und Smaragd liefen auf der Pokémon-Box Rubin-Saphir. Man konnte zwar nicht, weil da gab es so einen Modus, mit dem man das auf dem GameCube spielen konnte. So nicht über dem Gameboy-Player, nur da halt mit Verbindungskabel. Aber hat auch nicht funktioniert und das fand ich schon, ja, scheiße. Dass das nicht rauskam. Damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Sie hätten damit viel Geld verdienen können. Ich hätte es gekauft, viele andere bestimmt auch. Moment. Ein Hinweis, ein Hinweis! Gib niemals auf, versuche dein Glück mit blauen Pfoten, Pokebällen. Genau. Ein Hinweis! Oh, ein Ziggy. Zieh Leine, Mann, ich bin erschöpft, jo! Und für Generation 5 kommt ja scheinbar auch nichts. Also alle Generationen auf dem DS haben echt gefailt. Und da muss ich sagen, das ist etwas, das ich nicht verstehe. Warum man immer aus dem Weg geht, mal eine Möglichkeit zu machen, den DS mit dem Fernseher zu verbinden. Es war Battle Revolution, war sonst so scheiße. Aus dem Grund, weil, ja, man es eben nicht verbinden konnte. Das hat mich schon aufgeregt. Dass man ein Spiel hatte und dann hat man dieses Spiel reingetan, da waren alle Boxen von diesem Spiel drin. Und wenn man ein anderes Spiel anschließen wollte, ging es nicht. Sondern man durfte immer nur ein Spiel anschließen. Das heißt, dass der Spiel schon drüber kopiert wurde und nicht das Spiel angeschlossen wurde. Fand ich einfach schlecht gemacht. Man hätte doch mal den verdammten DS mit der Wii verbinden können und auch mal auf der Wii zu zocken und den DS als Touchscreen zu benutzen. So, jetzt stoppt mal. Ich soll den Reflektor vergessen lassen und ich werde dafür Aussetzer raus tun, ganz klar. Reflektor ist hier wesentlich nützlicher als Aussetzer. Gibt ihm zusätzlich noch eine schöne physische Verteidigung, die kann er gebrauchen. Mit seiner schwachen physischen Verteidigung, damit ist er perfekt. Angriff braucht er nicht, Spezial-Outer ohne Ende, Speed-Outer ohne Ende, Angriff braucht er nicht. Und jetzt kann er seine Verteidigung auch noch zu 50% steigern, beziehungsweise den Schaden von Rino zu 50% senken, also cool. Immer gerne. Ja. Also, das ist etwas, das ist mir wirklich bis heute negativ aufgefallen, dass es nicht sowas wie einen Gameboy-Player gibt, mit dem man DS-Spiel auf der Wii spielen kann. Gut, es wäre natürlich schwierig umzusetzen gewesen mit dem Touchscreen, aber es wäre möglich gewesen. Man hätte es so kontrollermäßig gemacht wie bei der Wii U. Der DS bleibt als Touchscreen in seiner Hand, den kann man weiter benutzen, aber das eigentliche Spielgeschehen findet auf dem Fernseher statt. Oder man könnte ja jetzt mit der Wii U die rauskommen, genau diese Technologie einführen. Mit dem neuen Controller ist der Touchscreen auf diesem 640x480 großen Screen und dann halt der eigentliche Screen vom Nintendo DS bzw. 3DS. Da wäre ich mal stark für. Der Radweg endet ja. Boah, nee, hätte ich jetzt nicht gemerkt. Da habe ich auch schon Nintendo eine Mail geschrieben und um eben dieses gebeten. Eine Antwort kam nicht wirklich. Aber gut, Nintendo Deutschland ist natürlich auch der falsche Ansprechpartner, aber auf Japanisch kann ich das wirklich nicht schreiben. Aber das wäre wirklich mal eine sehr sinnvolle Innovation, wenn das endlich mal möglich gemacht werden würde, weil es gibt so viele DS-Spiele, die ich wirklich gerne mit meinen Freunden zocken wollte, ohne auf diesen kleinen Screen zu schauen. Oder vielleicht auch gerne LP'en würde, aber es zum Beispiel nicht kann, weil ein Mikrofon vonnöten ist oder weil da zu viele Lags sind auf dem Emulator, solche Sachen. Da würde das natürlich auch viel mehr eingedämmt werden, dass man überhaupt Emulatoren benutzt, wenn man die Möglichkeit hat, das auf dem Fernseher zu streamen. Weil ich benutze zum Beispiel nur Emulatoren bei Let's Plays, die ich nicht von der Konsole auf den Fernseher kriege. Das wären zum Beispiel SNES-Spiele. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass die Grafik auf dem Emulator viel, viel besser ist. Ja, Nintendo 64 kriege ich teilweise noch. Aber Gameboy-Spiele. Es gibt einfach keine Möglichkeit. Ja gut, na gut, das stimmt nicht. Natürlich könnte ich das mit dem Gameboy-Player machen. Und
deswegen besitze ich auch recht wenig Game Boy Advance ROMs. Weil wenn ich mit meinen Freunden was spielen möchte oder mit meiner Freundin, da kann ich den Game Boy Player einschieben, dann ist es gut. So bin ich, bei der S bin ich einfach auf den PC angewiesen, weil zu zweit kann man nicht in diesen kleinen Screen schauen. Am 3DS kann man erst recht nicht zu zweit auf dem 3D-Effekt-Dinger schauen. Gut, man bräuchte natürlich einen 3D-Fernseher für den 3D-Effekt, aber trotzdem. Ein Hinweis! Acht auf weggeworfene Items! Oh, diesen Hinweis muss ich ernst nehmen. Wartet, ist hier was? Nein. Okay, dann sind wir mal im Sammelfieber. Irgendwo muss hier ja etwas sein auf diesem turbulenten Radweg. Nichts. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon ist einzigartig. Selbst gleiche Pokémon mit identischem Level unterscheiden sich voneinander aufgrund der EVs, die verteilt wurden. Allerdings, wenn man die EVs absolut gleich verteilt, unterscheiden sich die Pokémon plötzlich nicht mehr auf dem gleichen Level. So schnell geht das. Naja, damals war man ja noch der Annahme, und ich auch, dass wenn man ein Pokémon von Level 1 zu Level 100 trainiert, es immer stärker wie das Pokémon auf Level 100 sein wird. Also je niedriger man das Pokémon auf dem Level trainiert, desto stärker wird es später sein. Diese anderen waren eigentlich alle, aber das ist ja durch die EVs dann widerlegt worden. Es hat aber eine Weile gedauert, bis die erstmal so wirklich hochkamen. Drückt den A- oder B-Knopf, um auch bei Gefälle die Position zu halten. Ach so, das geht auch mit A. Tatsächlich. Okay, wusste ich gar nicht. Okay. Wusste ich nicht. Aber so langsam könnte ich schon mal ein Item finden. Ich meine ja nur. Oh, da gibt's hier echt nichts. Warum wird denn das Schild da stehen zum Teufel? Das ist ja fies. Hier ist nichts. Ja, dann halt nicht. Gute 12 für seine City nach Fuxania City. Aber gut, das war jetzt ein Part mit viel Blablabla bis zu Nintendo DS, Wii und so weiter. Und ich denke, im nächsten Part werden wir da diesen Radweg hier fertig machen. Bis dann bei Pokémon Blau.